Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 in unserer Prokhorovka-Mission im 1943 DLC. Und ich habe ja am Ende der letzten Folge versucht, den Bomber hier noch irgendwie einzusetzen. Habe kein wirkliches Ziel gefunden, aber wir setzen ihn mal auf einen der Minenfelder, weil rein theoretisch müsste er da auch Erfahrung sammeln. 4652 hat er aktuell. Okay. ja, 4653 hat er jetzt. Naja, gut, okay. Lassen wir das mal so stehen. Ansonsten können wir, glaube ich, direkt in den Rundenwechsel gehen. Jetzt schießt er mir dann die nächsten. Nein. Oh shit. Dass wir jetzt gleich nochmal alles spielen dürfen, ist natürlich... Wobei, ich muss mal kurz was testen, ob der sich die Züge merkt und ob man gegebenenfalls dann die Züge rückgängig machen kann. Also er greift sich... Jetzt muss ich mal glatt gucken. Er greift sich die U hier raus. Nee, das funktioniert nicht. Ach, verdammt! Also man könnte jetzt auch einfach den Rundenwechsel ein paar Mal starten und hoffen, dass er das irgendwie nicht tut. Okay, aber da haben wir... Ach Gott, es ist natürlich jetzt... Seufz. Weil das tatsächlich ein bisschen tricky jetzt hier ist. Hier entsprechend jetzt auch genau das so nachzustellen, wie es halt vorher war. Der Doppeljäger. Tja, ist die Frage, ne? Mit 6 Angriffsstärke. Wir haben ihn in der Version davor nicht genutzt. Ach, verdammt, ey. So, den Tiger frischen wir auf. Machen es aber anders. Wir schicken die erstmal vor. Das haben wir beim letzten Mal auch so gemacht. So, dann greifen die an. Okay, den Tiger frischen wir auf. Der geht hier hoch. Kann dann nämlich jetzt schon den da angreifen und ermöglicht uns damit, uns hier zu positionieren, ihn vom Himmel zu holen und jetzt mit unseren U's hier tatsächlich ein bisschen schlauer zu arbeiten. So. So, das sieht auch schon mal alles deutlich besser aus hier. Den Scout frischen wir auf. Wie wir den bewegen, warten wir mal noch. So, hier könnte der Scout insofern mal... den Move machen. Hier oben holen wir den erstmal vom Himmel. Ah, mein Tee ist schon wieder alle. Eieiei. Okay, und hier hatten wir ja, glaube ich, den Wechsel gespielt. Und wir hatten den Scout beim letzten Mal da oben hingezogen.
Wir lassen das jetzt mal mit hier unten. Das ist insofern gefährlich, weil er jetzt hier die... die Flak angreifen kann. Was wir aber machen können, wir können die Artillerie hier runterziehen. Damit ist es nicht ganz so schlimm. Und wenn er den Panther angreift, das ja, macht eh keinen Unterschied. Okay, so, dann können wir aber hier, glaube ich, mit denen etwas vernünftiger die... Perfekt. Das sieht doch mal deutlich besser aus. Dann können wir nämlich ihn hier hinschicken. Wir könnten jetzt die Artillerie hier oben reinstellen. Ach, wir haben den Mörser ja sogar noch. Guck mal. Ja, das ist gut. Hier unten greifen wir an. Okay, die können sich noch bewegen. Ah, hier haben wir dann auch einen Flugplatz, den wir dann nutzen können für unseren Bomber. Wir machen das... Wohin, bis wohin können die denn? Die können tatsächlich bis hierhin. Dann geht die Artillerie mal da hoch. Die Arti geht dahin. Und die gehen mal bitte... Tja, wohin schicken wir die? Komm, auch wenn sie da... Da kriegen sie von der Art die Unterstützung, das passt ja eigentlich. So, die Flak geht nach vorne. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier mit dem Flugzeug noch unterstützen können. Wir haben hier diesen nervigen Jäger. Wir haben hier noch zwei Flugzeuge. Ich würde ganz gerne den hier... Der ist halt ekelhaft. Das Problem ist, dass wir jetzt hier wieder eine U ungedeckt haben. Wobei, nee, Quatsch, warte mal, wir haben ja noch Jäger. Wir machen das mal so und dann versuchen wir mal minus 2, minus 5, minus 3, minus 5. Er geht nicht raus, damit wird es natürlich ekelhaft hier irgendeinen von den Panzern noch anzugreifen. Ah, verdammt. Die hier könnte, ja okay, das funktioniert. So, damit sind aber alle U's auch hier gedeckt, die hier stehen. Und wir haben nicht wieder so eine exponierte. Wir haben jetzt sogar noch eine, die wir einsetzen könnten. Und die kann jetzt... Ja gut. Also wir könnten sie jetzt wieder exponieren oder wir opfern sie. Also das ist ein blöder Trade hier. Ganz ehrlich, da frische ich sie lieber auf und so. Bei ihm haben wir das gleiche. Er kann auch nirgendwo hinwirken. Und entsprechend gehen wir da jetzt endlich in den nächsten Rundenwechsel. Warum hat denn der nur noch 5 Punkte? Das wird eklig. Oh nein, ey. Jetzt bin ich gespannt, was hier passiert, ob sie sich auf den Jäger einschießen. Das kann natürlich sein. Ja, er zieht sich zurück. Ja, das ist der Bomber gewesen. Er kesselt die jetzt ein. Da kommen die nächsten Panzer. Er macht den Move halt trotzdem mit dem T-34. Greift dort die Flak an. Das ist interessant.
Weil er insofern jetzt hier uns vor Probleme stellt, dass wir nämlich die... Oh, wir kommen hier... Alter, ihr nervt. Ihr nervt. Aber das ist eure Aufgabe, ich weiß. Perfekt, die Panther sind super mobil. Damit ist die Einkesselung hier aufgehoben. Das gefällt mir. Und wir haben noch nicht mal die... Wir haben noch nicht mal die Artillerie eingesetzt. Wie geil ist das bitte? So, ihn frischen wir auf. So, er ist halt maximal unterdrückt. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie Entlastung reinbringen. Dafür muss aber erstmal dieser beschissene Jäger dort weg. So. Okay, gut. Ich meine, so ist es halt so. Wir frischen ihn da auf. Jetzt müssen wir mal gucken. Minus 5, minus 4, minus 5. Was sind jetzt die wichtigen Stellen, wo wir die W's einsetzen müssen? Die wichtigen Stellen ist erstmal, dass wir sie hier auffrischen. So, also wichtig wäre halt er, also sie muss raus, die Artillerie muss raus, der T-70 muss raus, es muss irgendwie alles raus. Und wir haben hier noch Minenfelder, die natürlich extrem störend sind, weil wir da jetzt nicht mehr rankommen. Wir das anders hätten lösen können. Wir können das noch anders lösen. Es tut mir leid, ihr könnt mich jetzt schlagen. Ich weiß, ihr macht das gerne. Seht mal einer an. Und damit können wir nämlich... Und jetzt... Ich liebe das. Ich liebe das. Aber jetzt hat der Tiger keine Bewegungsreichweite mehr. Nee. Sonst hätten wir jetzt noch auf die 122er draufdrücken können. Okay. Hat aber jetzt auch zur Konsequenz gehabt, dass wir alle unsere Artis hier in der Region jetzt zum Einsatz schon gebracht haben. Und hier der Kollege halt immer noch dasteht. Tricky. Der Mörser. Warte mal, der Mörser kann... Oh wow, der Mörser macht sogar fast die... Fast das Minenfeld weg. Warum hat das die Einkesselung wieder aufgehoben? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. So, aber die Su-152 hat jetzt nur noch einen Schuss. Und kann jetzt Tschüssikowski.
Natürlich nicht Tschüssikowski. Warum auch Tschüssikowski? Ei. Na gut, okay. Wir haben hier noch einen Tiger. Der war ja beim Auffrischen. Oh Gott, die müssten mal so langsam hier... Nein! Ihr sollt euch auffrischen. Okay. Nicht sehr schlauer Einsatz eines Doppeljägers, aber was willst du halt machen? Ach komm, wir nutzen die Gelegenheit, frischen ihn einfach nochmal auf. Greifen ihn da weiter an. Er geht weiter nach vorne. So, wir können jetzt übrigens unseren Bomber verlegen. Und was wir auch machen können, natürlich direkt dazu auch einen Jäger. Nicht, dass er dann hier wieder auf die runtergeschossen wird, das wäre ziemlich fatal. Da hätte ich natürlich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. So, und so langsam... Oh, Alter, das ist immer noch ein Haufen Weg vor uns hier. Also hier oben, das ist kein Problem. Ja, mal gucken, was er uns noch entgegenwirft. Hier ist die Straße komplett vermint. Das ist das, was er auch im Briefing gesagt hat. Die Bahnlinie ist halt nicht vermint. Und wenn es jetzt irgendwie laut wird, dann weil vor meinem Haus wieder irgendwelche Trennschleifer oder irgendwas in Aktion sind. Also wir merken jetzt hier, dass wir uns hätten ans Briefing halten sollen und die Straße ignorieren. Und insgesamt wir schon wieder den Rundenwechsel machen können. Ach Gott, jetzt kommt da die mit den richtig dicken Geschützen hier. Oh, Garde-Infanterie. Garde, Garde, Garde. Das ist natürlich... Wartet mal. Da müssen wir vorher erstmal... Jetzt diese blöde Su-152 wegballern. Aber dafür brauchen wir jetzt erstmal hier. Beziehungsweise. Krass. Ach, Scheiße. Der Panther wird immer noch angegriffen. Jetzt steht sie halt dort, verdammt. Jetzt macht sie halt mal irgendjemand weg, ey. So. Nee, Leute, das ist Schwachsinn, was wir hier machen. Wir müssen von dieser Scheißstraße wieder runter. Und uns wirklich an das Briefing halten.
gibt er sich in die Einkesselung. So. Hier wieder ein bisschen Fokus aufnehmen, weil, wie gesagt, das ist ansonsten alles. So. Da steht noch eine Artillerie dahinter. Hier ist noch ein Panzer. Komme ich da überhaupt rein? Ah ne, jetzt müssen wir tatsächlich schon wieder anfangen, Flugzeuge zu verlegen. Ihn frischen wir auf. Okay, also der Plan sollte jetzt schleunigst sein, so ein bisschen den Südschwenk anzutreten und wie gesagt die Straße zu ignorieren. Krass, immer noch eine minus 3. Das ist interessant. Ja, gut, reduziert halt nur um eine Einkesselung, aber wenn er den Angriff machen kann, dann soll er den machen. Die Minenfelder sind halt auch praktisch für uns, denn sie verhindern halt, dass der Gegner an großen Stellen großflächig uns irgendwie angreifen kann. Oder an vielen Stellen. So, dann kann er sich hier auffrischen. Und wie gesagt, hier müssen wir uns jetzt irgendwie aus der F... Also ich meine, wir haben ja jetzt hier erstmal das Ding soweit gesäubert. Und wir müssen ja gar nicht hier oben hin pushen. Da geht es ja eigentlich bloß darum, hier diesen scheiß Punkt einzunehmen. Und das sollten wir doch dann irgendwie hoffentlich in den Runden, die wir noch haben, auch schaffen. So, die Flak geht mit nach vorne. Wie sind wir denn mit der Zeit? Wir haben sogar noch Zeit. Jäger... Jetzt die Frage, warte mal, wir probieren das mal hier. Setzen den Jäger da als Support daneben. Und setzen die schon mal ein bisschen unter Druck. So, hier haben wir noch eine Einheit, die sich bewegen kann. Gut. Wie gesagt, dass wir das jetzt hier so ein bisschen den Fokus wieder Richtung Bahnlinie legen. Wenn wir das hier durchdrungen haben, dann können wir ja hier weitermachen. Das sieht deutlich besser aus. Hier oben haben wir, na wie gesagt, den kämpfen zu lassen ist Schwachsinn. Deswegen frischen wir ihn auf. Die Tiger halten hier die Linie. Er kann natürlich hier wieder in die Flanke reindrücken jetzt. Was ist, wenn ich da... das spiele. Okay, dann sind die zwar wieder aus der Einkesselung raus. Was ist denn, wenn wir... wenn ich das so mache? Ja, dann sind die aus der Einkesselung raus, aber ganz im Ernst, es ist mir eigentlich auch ein bisschen wurscht. Okay, Rundenwechsel. Und wir danken der Baustelle vor unserem Haus.
Für den wunderbaren Trennschleifer oder was auch immer das da gerade ist. Oh Gott. Das Haus ist eigentlich fertig gebaut und trotzdem ruppen sie jetzt nochmal den ganzen Fußweg davor auf, obwohl der monatelang aufgeruppt war. Da haben sie uns eingekesselt. Nicht schön. Vor allen Dingen mit der Garde. Die ziehen sich jetzt wieder zurück. So, die schwenken nach Süden. Wir führen die nächsten Pioniere ran hier. Hier hat er jetzt noch einen Jäger hingestellt. Das, hey. Oh Mann, ey. Du solltest dich auffrischen, du Dödel. Wo sind denn unsere anderen Jäger? Die sind dort. Die sind natürlich jetzt überhaupt nicht in Reichweite. Weil hier oben flugzeugtechnisch eigentlich gerade gar nichts passiert. Ich würde jetzt den einen Jäger mal hierhin verlegen. So, die kümmern sich jetzt erstmal um die. Die kriegen trotzdem noch einen Damage laut Prognose oder was? Das gibt's ja gar nicht. Gut, okay. Passiert aber zum Glück nicht. So. Jetzt haben wir hier einen Jäger. Der muss sich jetzt definitiv mal um ihn da kümmern. Ich überlege nur gerade, wie ich ihn aufstelle. So, perfekt. Jetzt können wir nämlich... Einfach nur diese Südflanke da irgendwie decken. So. Jetzt haben wir hier den Jäger. Das heißt, wir können hier jetzt anfangen... Hallo zu sagen. Hier ist noch eine Flak. Nee, warte mal. Das machen wir mal nicht. Du gehst mal hier drauf. Sekunde. Wenn ich den Tiger jetzt vorziehe... Ich bin ja auch bescheuert, der stand doch schon da, der Scout. Sag mal, woher? Warum ziehe ich den denn zurück? So, jetzt. Die Einkesselung besteht aber immer noch. Das ist natürlich kacke. Das ist kacke. Die Kacki-Einkesselung. Hier frischen wir auf. Was haben wir hier drunter noch stehen? Ach, das ist noch eine Arti. Hä? Warum habe ich die alle nicht zum Einsatz gebracht? Wir müssen doch unsere Artis nutzen. Ach Gott, woher?
Wohin kann die sich... Na, da ist natürlich Kacke. Die geht mal in den Wald rein. Und die können jetzt... Okay. Okay, die Flak weiter nach vorne. Gut. Der wird sich da oben immer wieder auffrischen, schätze ich mal. Aber das kann uns... Ach, guck mal hier. Jäger. Den verlegen wir mal. Den brauchen wir noch. Und hier unten haben wir noch eine Yu, die wir zum Einsatz bringen können. Das Problem ist nur... Oder die Sache. Wir haben gerade keinen Jäger, den wir da aktiv als Support mitschicken können. Haben wir hier bei dem Bomber schon nicht. Das ist schon wieder so ein Ding, ey. Wenn er noch Flugzeuge hat, dann schießt er... Ach, guck mal, der Flugplatz ist auch mittlerweile voll. Das heißt, wir könnten sie jetzt dahin, aber das ist auch keine... Dann lassen wir sie da unten stehen erstmal. Beziehungsweise, wenn wir hier schon... Komm mal her, dann machen wir es richtig. Machen wir es richtig. So, räumen wir da die Südflanke auf. Und dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Wir sehen, wo es hingeht. Wir haben noch 1, 2, 3, 4 Ziele offen, wobei das Ziel hier oben ist relativ nah. Das ist auch gleich weg und dann haben wir noch 12 Runden Zeit für die letzten beiden. Na, nochmal 11 Runden. Bin gespannt, ob das klappt. Lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt sind das Game One Fan, Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbine und Yukon. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer Oher.